Aber Sie sind noch jünger, als ich mir vorgestellt habe. Oh nein, 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 Ihre Vorstellung war schon richtig. Ich bin in der Tat 140 Jahre alt. Ich dachte, wir machen vielleicht eine kleine Spazierfahrt durch Paris. Gerne. Danke, mir ist warm. Das ist gut, die Decke ist nämlich für mich. Die Pariser Luft ist äußerst heimtückisch. Wollen wir über meine Pflichten sprechen? Ach ja, Ihre Pflichten. Schauen Sie sich lieber diesen Boulevard an. Vor 6 Jahren waren hier nur lauter ausgebrannte Ruinen, die Preußen hinterlassen hatten. Hausmann ließ sie alle abreißen. Es wäre nicht so einfach für ihn gewesen, wenn ich hier Dynamit gehabt hätte. Hausmann ließ sie alle abreißen und an ihrer Stelle ließ er diese großen, prächtigen Promenaden errichten. Aber die Häuser, die hier früher standen, wurden doch auch durch ihren Sprengstoff zerstört, oder nicht? Ich habe nur die Erfindung gemacht. Napoleon und die Preußen waren verantwortlich für die Explosion. Aber Herr Nobel, wenn eine Erfindung erstmal gemacht worden ist, dann ist sie doch da. Genau. Genau. Ich fand es angenehmer, als wir uns noch über Solar ausgetauscht haben. Schauen Sie da hin. Was ist da? Das Haus der französisch-schwedischen Gesellschaft. Fahren Sie schnell. Ich habe keine Lust, irgendjemand von denen hier zu begegnen. Davon bekomme ich jedes Mal Herzrhythmusstörungen. Meine schwedischen Landsleute legen mir hier kleine bemalte Holzpferdchen vor die Haustür und Gläser mit Preiselbeermarmelade von ihren Großmüttern in Uppsala. Manchmal sitzen auch die Großmütter selbst auf der Tür. Knietief in Preiselbeermarmelade. Und dann bitten sie mich um Geld. Im letzten Jahr habe ich einmal alle Spendenanfragen, die ich von schwedischen Immigranten samt ihren Ehefrauen und Haustieren erhalten habe, zusammengerechnet. Und dann durch die Anzahl der Schweden geteilt, die tatsächlich in Paris leben. Und da kam ich auf 2482 Kronen pro Kopf. Für 2482 Kronen kann ich den Zug nach Uppsala nehmen und mir dort meine Preiselbeermarmelade selbst kaufen. Dabei mag ich Preiselbeermarmelade noch nicht mal. Diese Leute gehören doch alle eingesperrt. Dann, Herr Gräfin, wünsche ich, dass Sie jeden Brief, den meine geschätzten schwedischen Landsleute an mich richten, unverzüglich verbrennen. Gräfin?